Was ab, Freunde des Internets? Hier ist der Blake. Herzlich willkommen zurück zum Surgeon Simulator. Eine weitere Folge und es geht weiter mit der Gehirntransplantation im Krankenwagen. Aber zunächst einmal sind wir mal wieder in meinem Lieblingsteil des Spiels, in der Rezeption! Ja! Bah! Erstmal Hand gebrochen, verdammt. Ja, ein Kuli. Ja, ich male. Tolle Sachen. Ja. Meine Uhr. Ja, gut. Das ist fast so schön wie von einem Vorschüler, ja. Und das hefte ich mir jetzt an den Kühlschrank. Ja. Und erstmal ein paar Pillen. Janis! Fuck off. Nächste Operation. Crank and Wagon. Gehirntransplantation im Crank and Wagon. So, Freunde, ab geht it. Wir müssen jetzt erstmal wieder seine Rübe öffnen. Nehmen wir unseren Bohrer, den alten Piescher, oder nehmen wir den Razor Blade hier? Ich will nehmen mal den Razor Blade. Hier, die Säge. Ja. Ups. Shit happens. Wir müssen es öffnen. Hinten geht schon wieder die Tür auf. Ich könnte schon wieder kotzen. Ich komme dem gleich nach da vorne und gebe ihm einen auf die Nase. Oh, er verliert ja gar kein Blut. Nee, das wäre ja gelogen. Ich meine, die grüne war es, ne? Ja, wie es in jeder Folge immer wieder aufs Neue vergesse, welche verdammte Spritze es ist. Na! Super. Verkacken wir schon wieder beim ersten Versuch hier, oder was? Das piekst nur ein bisschen, Bob. Passt schon. Bob. Passt schon. So, können wir das hier schon mal wegnehmen? Nein, wir haben es immer noch nicht richtig geöffnet. Versuchen wir es dann mal weiter mit der Knoken-Säge. Yeah! So funktioniert eine Säge. Auf jeden Fall. Oder so. Ja, passt. Passt, wackelt, hat Luft, schneidet nur ein bisschen im Gesicht. Versuchen wir mal, das alte Gehirn rauszuholen. Das sieht sehr gesund aus, muss ich sagen, Bob. Das ist wundervoll. So, was nehmen wir denn da mal zum Abschneiden? Wir haben mal wieder 10 Millionen Skalpelle hier. Gimme! Gimme just a thing, please. Ah! Ich habe nach wie vor keins in der Hand. Gib mir ein Skalpell. Ich bedanke mich recht herzlich. Kann ich das dann hier bitte einmal entfernen? Mach das! Es ist raus, es ist raus! Bob stirbt! Schnell! Wir müssen handeln! Passt, wackelt, hat Luft! Okay, ich sollte vielleicht nicht so doll ausrasten. Alter, 2 Minuten 10, unsere schnellste Operation aller Zeiten. Und er wäre fast verreckt. Ich bin gerade ein bisschen stolz auf mich selber. Ja! Gucken wir mal, was das nächste ist, was man hier so machen könnte. War's das schon? Soweit ich weiß, gibt's hier doch diese Kassette. Hauen wir die da mal rein. Ich meine, das war das mit dem Team Fortress. Das wäre doch noch ganz cool. Put it ein! Juhu! Meet the Medic! Ach du Scheiße! Was müssen wir denn überhaupt machen? Ich glaube, wir müssen ihm diesen Booster da ins Herz reinpflanzen. Gucken wir mal, was geht. Also ausgenockt ist er, sieht sehr gesund aus. Hallo Bob Teil 2. Gut! Ach, sieh an, da haben wir es doch! Oh toll. Kann sein, dass es gerade kaputt gegangen ist. Ich weiß nicht, was ich machen soll! So, Freunde, ich habe gar keine Ahnung, wie ich diese Operation schaffen soll. Und irgendwie ist das Herz geplatzt. Ich habe keine Ahnung. Falls ihr Tipps habt, wie man die Team Fortress-Operation schafft, schreibt es mir unten rein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nochmal zu der Team Fortress-Operation zurückkomme. Nur wenn ihr es sehen wollt. Ich schätze, sonst war es das mit
Surgeon Simulator. Unglaublich, wir haben es durchgespielt. Das erste Spiel, was wir auf diesem Kanal tatsächlich mal zusammen durchgespielt haben. Wupp, wupp. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schreibt mir es, wie gesagt, in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. See ya!